Seit gestern gilt ja hier auf Teneriffa auch offiziell der freiwillige Corona-Pass. Beispielsweise können damit Restaurants die Öffnungszeiten und auch die Kapazitäten verlängern. Wir sind jetzt heute einen Tag nach der Einführung das erste Mal wieder hier essen und können dazu nur sagen, aktuell wurde es von uns nicht verlangt. Wir haben auch extra nochmal nachgefragt. Aber die sagten zu uns, wenn ihr draußen esst, braucht ihr es sowieso nicht und dass sie es halt erstmal auch nicht einführen. Das ist jetzt unser erster Erfahrungsbericht hier zum Corona-Pass, der nicht eingefordert wurde. Willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind Jenny und Christian vom Reiseblog und auf Skipa.de. Und wie ihr gerade schon in unserem Vorspann gesehen habt, hat sich auf den Kanaren einiges geändert. Seit dem 10. Dezember gilt, dass Restaurants den 3G-Nachweis freiwillig einfordern können. Das gilt sowohl für Restaurants, Cafés oder auch Bars. Wie das Ganze im Detail aussieht, darauf gehen wir jetzt genauer ein. Es gab eine Pressemitteilung der kanarischen Regierung. Da schauen wir einmal kurz drauf. Die ist also hier am 9. Dezember veröffentlicht worden und kündigt auch leicht geänderte Öffnungszeiten und Kapazitätsgrenzen an, die jetzt speziell für die Zeit Weihnachten, Neujahr gelten, wo ja tendenziell wieder viele Familienbesuche auch stattfinden werden hier auf den Kanaren. Also zwischen dem 15. Dezember und dem 10. Januar 2022 mit der Option auf Verlängerung gibt es also minimale Anpassungen. Und in dem Zuge wird auch gleichzeitig dann darüber informiert, welche Vorteile ein Restaurant oder Café beispielsweise haben kann, wenn es denn freiwillig den 3G-Nachweis oder hier auf den Kanaren spricht man dann auch von Covid-Pass von den Gästen entsprechend einfordert. Das ist also hier die Pressemitteilung im Spanischen. Um es ein bisschen einfacher jetzt zu machen, haben wir das Ganze im Deutschen auch auf unserer Webseite in einer Tabelle zusammengefasst. Und das werden also die Kapazitätsgrenzen sein und die Öffnungszeiten, die jetzt ab dem 15. Dezember gelten. Und da schauen wir uns mal an, das gilt dann pro Alarmstufe unterschiedlich. Ihr seht hier einmal für Alarmstufe 1, das sind jetzt seit dem 13. Dezember, seit heute Lanzarote, La Palma, La Gomera und El Hierro. Und da ist es so, wenn die Restaurants und Cafés also auf freiwilliger Basis diesen 3G-Nachweis fordern, ändert sich im Außenbereich erstmal gar nichts. Es gilt so oder so hier 100% Kapazität in den Außenbereichen. Es gibt dann aber einen Vorteil, wenn man den 3G-Nachweis fordert, kommt man auch im Innenbereich wieder auf 100% der Kapazität. Ansonsten muss man auf 75% der Kapazität sich begrenzen. Und das wird vielleicht nicht so relevant sein. Die Schließzeit, die ist auf 4 Uhr nachts festgesetzt ohne den 3G-Nachweis. Und falls man dann 3G freiwillig einfordert, das gilt dann vielleicht eher für Bars und Nachtclubs, wo das relevant ist, dann gäbe es also sogar unbegrenzte Öffnungszeiten in Alarmstufe 1. Für Alarmstufe 2, das ist seit dem 13. Dezember für Teneriffa und Gran Canaria eingetreten. Da ist es so, dass man ohne den 3G-Nachweis momentan 75% im Außenbereich verfügen kann. Und mit 3G würde das also auf 100% im Außenbereich steigen. Und die Kapazität im Innenbereich, ansonsten bei 50%, würde sich hier also auf 75% Kapazität erhöhen lassen mit der Einforderung eines 3G-Nachweises. Schließzeit, auch da nicht ganz so relevant, von 3 Uhr nachts ohne 3G auf 4 Uhr nachts mit 3G. Also da für alle Party-Feierer, glaube ich, schon sehr, sehr lange Öffnungszeiten tendenziell wieder. Und wo es eigentlich die meiste Relevanz einnehmen kann, ist tatsächlich momentan auf Fuerteventura, weil das die einzige Insel aktuell ist, die sich in Alarmstufe 3 befindet. Und hier ist es so, ohne den 3G-Nachweis haben wir 50% Kapazität auf den Außenterrassen. Die kann auf 75% erhöht werden mit 3G-Nachweis. Und im Innenbereich von tatsächlich recht niedrigen dann 33% Kapazität kann erhöht werden auf 50% Kapazität. Die nächtliche Schließzeit kann sich von 2 Uhr nachts auf 3 Uhr nachts erhöhen lassen. Das Ganze also soweit in der Theorie. Wir haben jetzt das erste Wochenende erlebt hier auf Teneriffa, wo das also galt mit diesem freiwilligen 3G-Nachweis oder Covid-Pass. Und wie ihr gesehen habt, unsere Erfahrung war also, das war jetzt die erste Erfahrung, die ihr am Anfang gesehen habt, wir waren auch nochmal Kaffee trinken und haben auch tatsächlich beim durch die Straßen laufen mal bewusst drauf geachtet, wird irgendwo draußen angeschlagen jetzt was von Covid-Pass, von 3G-Regelung,
haben also da ja auf alles geachtet, irgendwie was so in Restaurants und Cafés irgendwie stehen könnte. Wir haben es nirgendwo bislang gesehen. Wir haben mit ein paar Leuten hier gesprochen, in der Nachbarschaft, im Familienkreis, Freundeskreis, haben mal bewusst gefragt, hat bei euch irgendjemand am Wochenende 3G angesprochen, eingefordert, angeschaut, und da war bislang durchgängig, dass es keine Rolle gespielt hat. Niemand wurde, den wir bislang gefragt haben, mit dem wir gesprochen haben, nach 3G hier auf Teneriffa gefragt. Jetzt muss man dazu sagen, dass Teneriffa dieses Wochenende auch noch in Alarmstufe 1 war, nämlich erst heute in Alarmstufe 2 übergegangen. Also ich sage mal, für Restaurants und Cafés, so die Vorteile sind jetzt ab heute ein bisschen größer, wenn sie es einfordern. Aber es klang so nach den Gesprächen mit den Gastronomen, und man liest auch manchmal was in den kanarischen Medien, eher nicht danach, dass das jetzt so groß hier flächendeckend momentan ausgerollt wird. Das ist also die jetzige Erfahrung, die wir gemacht haben. Das ist aber sehr individuell, weil jedes Restaurant, jedes Café, jede Bar kann das ja individuell für sich entscheiden. Deswegen würde uns super interessieren, wenn du momentan auch auf den Kanaren bist, vielleicht sogar auf einer anderen Insel als Teneriffa. Wie ist deine Erfahrung bislang? Wurdest du irgendwo gefragt nach dem Covid-Pass, nach einem 3G-Nachweis, wenn du ins Restaurant oder Café gegangen bist, vielleicht im Hotel möglicherweise irgendwo da in einer Lokalität, in der Gastronomie? Schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Würde uns super interessieren, ob jemand schon mal jetzt danach gefragt wurde seit dem 10. Dezember. Ansonsten hat die kanarische Regierung noch gesagt, die App Lector Covid SCS wurde dafür entwickelt, also eine spezielle App, mit der dann die Restaurants und Cafés da diese Covid-Pass-Kontrolle durchführen können. Genau, aber da es momentan, wie gesagt, nirgendwo verlangt wurde, haben wir den Eindruck, ist auch die App nicht entsprechend hier groß genutzt worden bis dato. Ansonsten gibt es eine Neuerung noch, was die neue Omikron-Variante angeht. Die war ja bislang nicht auf den Kanaren angekommen, und das hat sich jetzt aber entsprechend geändert. Und zwar am 7. Dezember wurde die Variante erstmals auf Gran Canaria bestätigt. Es gibt mittlerweile auch noch weitere bestätigte Fälle auf Gran Canaria. Und am 9. Dezember offiziell bekannt gegeben, auch auf Teneriffa angekommen. Also das soweit hier zur Virusvariante, die jetzt auch hier die Kanaren offiziell bestätigt erreicht hat. Dann können wir nochmal schauen kurz auf die aktuellen Inzidenzzahlen. Wir hatten ja bei unserem letzten Video schon gesagt, aktuell steigender Trend. Das hat sich leider auch so bestätigt, dass die Inzidenz, also diese 100er Marke, die ja so ein bisschen kritisch vom RKI immer gesehen wird, überschritten hat. Es gibt aber nach wie vor keine Reisewarnung, keine Hochinzidenzeinstufung. Und genau, die aktuellen Zahlen jetzt mal im Schnelldurchlauf für die Kanaren standen 12. Dezember. Wir kriegen ja immer wieder die schönen Nachrichten, das veraltet doch, das ändert sich doch jeden Tag. Ja, habt ihr alle recht, deswegen nochmal der Link, wo ihr das täglich aktuell euch anschauen könnt. Aber wir gucken natürlich immer einmal so auf den Stand der Dinge, das als ungefährer Richtwert, wie aktuell die Lage also ist. Und genau, die 7-Tage-Inzidenz auf den Kanaren allgemein bei 134,06. Teneriffa 125,24, Gran Canaria 135,24, Lanzarote 104,61 und Fuerteventura mit Alarmstufe 3, also tatsächlich auch mit Abstand am höchsten, bei knapp 300 jetzt. Das also die Inseln, die so gesehen im roten Bereich liegen, weil sie halt die 100er-Marke überschritten haben. Und grün momentan unter 100 sind La Palma, La Gomera und El Hierro. Die Auslastung der Krankenhäuser mit den Covid-Patienten hier auf den Kanaren aktuell bei 6,14% und die Auslastung auf der Intensivstation bei glatt 12%. Und was noch relevant ist, möglicherweise für eine Risikoeinstufung seitens des RKI in Deutschland, ist eben der 7-Tages-Inzidenzwert für Spanien in Summe. Der liegt etwas höher als auf den Kanaren, nämlich bei 164,33. Das ist Stand Freitag, weil ein neuer Bericht übers Wochenende noch nicht erschienen ist. Die kommen dann immer nur montags bis freitags. Ja, das ist also soweit grob der Stand der Dinge auf den Kanaren. Heute ein kurzes, knackiges Update zur neuen 3G-Regelung, zur Änderung mit den Alarmstufen, zur neuen Omikron-Variante und zur Inzidenz. Ja, wenn du Fragen hast, hinterlasse gerne den Kommentar. Ansonsten freuen wir uns, wie gesagt, über deine Erfahrungen zur freiwilligen 3G-Passkontrolle auf den Kanaren. Und ja, sagen ganz herzlichen Dank nochmal bei, oder bedanken uns nochmal ganz herzlich bei allen, die was in die Kaffeekasse getan haben. Und genau, noch ein Hinweis in, ja, mehr oder weniger eigener Sache. Wir waren nämlich im Fernsehen zu sehen. Magst du das berichten?
Wir waren im Perte zu sehen, im Hessischen Rundfunk. Da ging es um Nachhaltigkeit auf Teneriffa. Da hat man uns einen knackigen Sendeplatz reserviert. Und wir haben dort auch ein bisschen von unseren Eindrücken erzählt. Die Sendung ist schon gelaufen, wird noch auf anderen Sendern höchstwahrscheinlich ausgestrahlt. Aber wer auch Lust hat, sich die anzugucken, sich das anzuschauen, der kann das auf unserer Seite machen. Beispielsweise, da haben wir das Video auch mit eingebettet. Wir blenden den Link dazu gerne ein. Und schau es dir doch gerne mal an. Ich glaube, bei Minute 34 sind wir dann zu sehen. Aber der Rest ist auch sehr interessant. Genau. In der ARD Mediathek ist das Ganze, glaube ich, ein Jahr kostenlos jetzt verfügbar. Also ja, könnt ihr euch jederzeit dann entsprechend anschauen und euch so einen Eindruck holen. Also Nachhaltigkeit in dem Sinne, es werden so ein paar Sachen gezeigt, wie man tatsächlich so, ich sag mal, richtig nachhaltig auf Teneriffa leben kann, mit Öko-Finca beispielsweise. Aber es geht halt auch darum, ein bisschen nachhaltiger möglicherweise zu reisen. Und Nachhaltigkeit wird vor allen Dingen in dem Sinne verstanden, dass man vorwiegend die lokalen Unternehmer hier unterstützt. Also keine großen internationalen Ketten, sondern eben halt hier die lokalen Fischer, die lokalen Touranbieter und dass man sich viel in der Natur abseits vom typischen Massentourismus bewegt. Darum geht es zum Thema Nachhaltigkeit jetzt in dem Kontext dann vor allem. Genau, also das noch der kleine Tipp. Ja, wir werden immer wieder gefragt, wo man uns was Gutes tun kann. Wir blenden den Link für die Kaffeekasse gerne nochmal ein. Und wer darauf Bock hat, würde uns natürlich einen großen Gefallen tun. Wenn nicht, ist auch okay. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Bis dahin, wir melden uns. Ciao.